glaube, das brauche ich eigentlich gar nicht so beantworten, weil ich glaube, das weiß jeder, was ich mir persönlich wünsche. Wir alle fahren dahin, um natürlich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das wäre natürlich Weltmeister. Nichtsdestotrotz haben wir schon eine sehr, sehr schwere Gruppenphase und müssen vom ersten Tag an sofort mit 100% da sein. Und ja, wie gesagt, wenn wir unsere Leistung bringen, wird es, glaube ich, für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen können. Sommerurlaub, klar, nicht nur die Beine hochlegen, sondern auch da auf jeden Fall jeden zweiten Tag was machen. Das heißt, ein bisschen Kraft, um da einfach die Erhaltung zu haben, aber auch ausdauertechnisch was zu tun, um dann auch die intensive Vorbereitung, die dann für uns in Steinbach beginnt, gut zu absolvieren und dann natürlich auch bestmöglich vorbereitet zu sein für die WM in Spanien. Gilt es natürlich, neben den ganzen athletischen Sachen natürlich auch einen Schwerpunkt auf Handball zu setzen, weil da haben wir jetzt auch nur noch wenige Trainingseinheiten, weil so weit ist es ja nicht mehr. Und da müssen wir uns jetzt einfach dann nochmal besser einspielen, alles auf den Punkt bringen und dann kann es endlich losgehen. Und wir alle haben ein sehr, sehr gutes Leistungsniveau. Da geht es jetzt im Sommer eigentlich hauptsächlich darum, in der kurzen Zeit einfach unser Level zu halten, eventuell ein bisschen zu steigern. Weil, wie gesagt, die WM hat so viele Spiele, ist so lang bei so einer Hitze, da müssen wir auf jeden Fall athletisch sehr, sehr gut vorbereitet sein. Das andere dann, wie gesagt, den handballerischen Schwerpunkt, den wir da setzen müssen. Sowohl in der Abwehr, dass wir da nochmal die Feinheiten einstudieren, aber auch im Angriff, dass wir da auf dem Punkt da sind, dass wir gut harmonieren. Und dann, glaube ich, sind wir da auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe oft immer mit älteren Spielern zusammengespielt, war eigentlich immer der Jüngste. Diesmal bin ich einer von den älteren Erfahrenen, die schon von Anfang an dabei sind. Und auch jetzt in der ersten Liga, glaube ich, schon sehr, sehr viele Spielanteile haben. Und da freut es mich natürlich dann, dass ich da die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen kann. Versuche dann natürlich Verantwortung zu übernehmen, hauptsächlich auf dem Feld, aber auch neben dem Feld. Und dann schaue ich einfach, die Mannschaft zu führen.